Hey Leute, mein Name ist Jakob Green von ICC Offroad und das hier ist unser Flip 90 Offroad Wohnanhänger. Dann schauen wir mal rein. Und jetzt sind wir drin und direkt im Badezimmer von unserem Flip 90. Wie man hier links unschwer erkennen kann, haben wir ein Waschbecken natürlich da, ein schön tiefes, ordentlich Stauraum, gleich an der Seite versteckt. Das ist natürlich ebenfalls unsere Dusche. Denn das Ganze hier hinten, diese gesamte Bodenfläche, ist gleichzeitig unser Duschbereich. Hier an der Seite, ebenfalls verstaut, befindet sich unsere Trockentrenntoilette. Und wenn ich dann wirklich duschen will, mache ich ganz einfach so. Das rastet ein. Hier links habe ich meine Duscharmatur und kann hier hinten im gesamten Bereich ohne Probleme duschen. So, hier oben befindet sich nochmal extra Stauraum für alles, was man so braucht in der Küche und beim Duschen. Hier unten natürlich genauso eine 220 Volt Steckdose. Und wenn ich kochen will, dann nehme ich das ganze Kochfeld einfach mit. Denn das hier ist ein Gas-Ceran-Feld, was mit Gaskartuschen läuft, das ich überall mit hinnehmen kann, um draußen damit zu kochen. Zusätzlich haben wir noch einen schwenkbaren Tisch, den wir überall hier drin benutzen können, sodass wir rechts und links ebenfalls sitzen können und essen können. Gleichzeitig haben wir eine 50 Liter Kühlbox an Bord für alles, was man so braucht. Und wenn es dann irgendwann zum Schlafen geht, haben wir hier unser Bett, das stufenlos verstellbar ist und gleichzeitig eine Sitzbank ist, dass wir einfach nur ausziehen können und dann zum Bett umbauen können. Wir haben hier volle 1,40 Meter mal 2 Meter, also eine volle Queen-Size-Bettfläche zum gemütlich Schlafen. Hier zu meiner Linken befinden sich noch unsere Filzboxen, die natürlich zum Fahren sicher verstaut sind. Wenn wir die rausnehmen wollen, lösen wir ganz einfach den Metallstab, können die Boxen rausnehmen, befüllen und dann zum Fahren wieder ganz normal einrasten. Hier zu meiner Rechten haben wir noch zusätzlich eine 220 Volt Steckdose, Bedienelemente, das Ganze auch für die Truma, also für die Standheizung, eine Lampe und USB-Anschlüsse zum Laden von Handys. Hier unten links befindet sich dann der Ausströmer für die Standheizung. Unsere Fenster sind natürlich doppelt verglaste Kunststofffenster, inklusive Mückengitter und Verdunklung. Und das ist das Besondere an unserem Offroad-Anhänger. Das hier ist das Fahrgestell, auf dem der gesamte Anhänger steht und aufgebaut ist. Das Ganze ist kein Luftfahrwerk, sondern ein Pushrod-System. Das bedeutet, die Dämpferkennlinie und der Dämpfer selbst federt immer exakt gleich, egal in welcher Höhe wir fahren. Der ganze Dämpfer befindet sich auf diesem Schlitten und wird über einen Stellmotor bewegt. Und über eine Umlenkung drückt er dann das Rad nach unten und nach oben. Dementsprechend bleibt Federweg etc. immer gleich, nur die Höhe, die Fahrhöhe des Anhängers verändert sich.